Melatonin ist ein Molekül, das bereits seit 3 Milliarden Jahren in allen Lebensformen vorkommt. Es kommt in Pflanzen und Tieren, Algen, Insekten und Schlangen bis hin zu den Säugetieren und dem Menschen vor. Es ist ein sehr wichtiges Molekül, das die Rhythmen des Körpers bestimmt. Es gibt den Takt an. Melatonin ist kein Hormon, obwohl es einige Eigenschaften eines Hormons hat. Doch es wird von verschiedenen Organen ausgeschüttet. In der Zirbeldrüse ist es besonders konzentriert, doch es wird auch andernorts hergestellt. Auch wenn wir die Zirbeldrüse entfernen, wird Melatonin trotzdem weiterhin hergestellt. Melatonin kommt auch in Lebensmitteln vor, zum Beispiel in Walnüssen, Kirschen, Trauben und Kakao. Es gibt auch Mittel, die die Melatoninproduktion hemmen. Kaffee, Alkohol, Nikotin und einige Medikamente, wie Beta-Blocker. Melatonin beeinflusst die Regulierungsmechanismen des Körpers, darunter vor allem den Schlaf- und Wachrhythmus. Und deshalb wird Melatonin auch zur Vermeidung des Jetlags angewendet. Aber es ist auch für das neurovegetative System, das Nervensystem, das hormonelle System und das Immunsystem von großer Bedeutung. Es findet deshalb viele Anwendungsgebiete. Zum Beispiel wird es als Anti-Aging-Mittel angewendet, da es die Zellalterung verlangsamt. Und es wird bei Tumoren angewendet. Melatonin ist ein wirklich interessantes Molekül und es müsste als Begleitmittel bei vielen Therapien von Krankheiten angewendet werden. Darunter fallen auch die kardiovaskulären Krankheiten und der Bluthochdruck. Es hat keine direkte oder spezifische Wirkung, sondern wirkt auf das neurovegetative System. Die Anwendung von Melatonin bei Bluthochdruck ist sehr empfehlenswert, da in diesem Fall das neurovegetative System überstimuliert ist. Ich wende es in Fällen von Bluthochdruck in Kombination mit anderen Medikamenten an. In unserer Gesellschaft sind wir vielen Reizen ausgesetzt und das sympathische System ist überreizt. Deshalb muss eine Regulierung stattfinden. Melatonin stimuliert den Parasympathikus. Es stimuliert die inneren Funktionen und schafft somit ein Gleichgewicht. Meiner Meinung nach ist Melatonin für all diejenigen sehr wichtig, die in der modernen Gesellschaft leben und einem Ungleichgewicht und einer Überreizung des sympathischen Systems ausgesetzt sind. Neben der Anwendung bei Bluthochdruck kann man es auch bei der Menopause einsetzen. Ich wende es vor allem bei Patientinnen an, um die Übergangsphase abzuschwächen, sobald der Zyklus unregelmäßig wird. Damit wird der Übergang zur Menopause erleichtert. Da man Melatonin auch in Verbindung mit anderen Medikamenten einnehmen kann, kann so der Übergang in die Menopause leichter und angenehmer gestaltet werden. Ein weiteres Anwendungsgebiet von Melatonin sind Angst und Unruhe. Bei Unruhezuständen funktioniert der Schlaf-Wach-Rhythmus nicht mehr korrekt. Es ist bekannt, dass Melatonin den Schlaf reguliert. Aber auch das neurovegetative System kann auf diese Weise besser zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Melatonin unterstützt auch das Immunsystem. Besonders im Winter, wenn wir mehr Abwehrkräfte benötigen, ist Melatonin sehr nützlich. Es ist also ein Molekül, das sehr viele gute Eigenschaften besitzt, da es generell die körpereigenen Rhythmen synchronisiert. Man kann dieses System auch mit einem Fließband vergleichen. Wenn ein Teil nicht im richtigen Moment bearbeitet wird, kann man das Endprodukt am Ende nicht zusammensetzen.